Schätze, haben wir gut geschlafen? Geschlafen, Frau Guckenbichler, haben wir wie die Murmeltiere. Zu Hause dieser Verkehrslärm, das Gehupe der vielen Automobile. Und hier diese Ruhe, der göttliche Frieden. Und dazu noch die gesunde Luft. Ja, ja, das freut mich, Frau Professor. Ja, ruhig ist bei uns. Und eine gute Luft haben wir auch. Ich hoffe bloß, dass Sie der Misthaufen vom Fenster nicht gestört hat. Mist? Davon haben wir nichts bemerkt. Wir haben geschlafen wie die Götter. Und mein Mann hatte eine Freude. Ja. Aber das wird er Ihnen gleich selbst erzählen. So ist recht. Solche Gäste haben wir gern, gell? Danke. Ja, wie geht es denn um uns selbst, Frau Guckenbichler? Oh ja, soweit ganz gut. Wir waren ja gestern Abend so todmüde, dass wir ganz vergessen haben, uns nach Ihrem werten Befinden zu erkundigen. Haben Sie keine Eierbecher? Ach, das braucht's nicht, die sind sowieso hart. Aber mein Mann... Wegen der Salmonellen. Ach, ja, und was gibt es sonst Neues auf dem Grundlerhof? Oh mein, das Viech ist gut beieinander, gell? Und mein Mann, der Bauer. Die Tochter zu gut, bloß der Hengst. Der Hengst, der mag nicht mehr so recht. Ach ja. Ja. Also früher bis zum Herbst, da war der schier unermüdlich. Ihr Gatte? Der auch, aber der Hengst noch mehr. Ha, jeden Tag hat er ihm seine Arbeit frei gemacht. Dem Hengst? Na, am Bauern. Förmlich zurückhalten hat man müssen. Ein Hengst. Aber heuer, Frau Professor, heuer ist der arg von der Kraft gekommen. Der Bauer? Der auch, aber der Hengst noch mehr. Ja, ja. Ja, und der Knecht, ist der auch? Von der Kraft gekommen? Das weiß ich nicht. Nein, ich meine, ist der auch immer noch am Hofe? Ach, der Sepp, freilich ist der am Hof und dem geht's auch gut. Ja, und was macht die Lene? Mein Mann hat es ja ganz besonders bedauert, dass wir sie während unserer letzten Sommerferien nicht zu Gesicht bekamen. Sie soll krank geworden sein, hieß es, oben auf der Alm. Unser Lene und krank? Ich wollte, die war so gesund wie die. Na, na. Kein Gut hat's nimmer da. Ich mein, fromm ist er, das Madel. Gott sei Dank. Fromm und sehr fleißig. Da fällt sie nix. Ja, was wollen Sie da noch mehr? Kein Gut hat's nimmer da. Raucht sie etwa? Das zweite ledige Kind hat's uns gebracht. Was, die Leni? Ja, das ist doch... Ja, das ist ja furchtbar. Ja. Aber mein Mann hat schon die Bremsen eingehaut. Kann man das? Der hat eine Heiligenfigur gekauft, die die Umtriebigkeit von der Leni bremsen sollte. Also ich hab mir gedacht, da kannst du sowieso nichts machen, gell? Und der schlagen kann ich ja auch nicht. Ich mein, die Leni war ja auch ein lediges Kind. Und bei meinem Mann, also ich mein, bei den Eltern von meinem Mann, da war es auch höchste Zeit, dass die heiraten. Sie verstehen mich schon, Frau Professor, gell? Ja, ja. Wann kommt denn bitte der Kaffee? Ja, gleich. Der Herr Professor ist ja auch noch nicht da. Ja. Wissen Sie, bei uns am Land, da ist das so. Da wollen die jungen Leute erst einmal alles ausprobieren. Und wenn es dann passt, dann kann man in den heiligen Stand der Ehe treten. Mag ja sein. Mag ja durchaus sein. Ja, Frau Professor, wir sind ja alles verheiratete Leute, ne? Und ihr von der Stadt, ihr wisst doch sicher auch, wo der Bartel und Most holt, oder? Ich kenne keinen Bartel und Most trinken wir auch nicht. Ach, geh weiter, Frau Professor. Sie und der Herr Professor, ihr werdet doch sicher auch, ich mein, wo's noch ledig wart, oder? Also, Frau Guckenbichler, es wäre mir jetzt sehr recht, wenn Sie nach dem Kaffee sehen würden. Na gut, jetzt mache ich einen Kaffee und das andere erzähle ich Ihnen dann nach dem Frühstück, gell? Oh. Aber brauchen Sie ja doch nicht schämen, Frau Professor. Wir haben doch alle mal, ne? Guten Tag. Ich bin doch mal, wie ich bin. Ja, ja. Guten Morgen allerseits. Ja. Die liebe Frau Guckenbichler. Immer bereit, alles für unser Wohlwollen vorzubereiten. Die Sonne scheint, die Blumen blühen. Der Hahn kräht. Was will der Mensch mehr? Frau Guckenbichler,
Guckenbichler will uns gerade eben den Kaffee bringen. Ah, Kaffee, der Wecker der Lebensgeister. Immer jünger wird er, der Herr Professor, gell? Ja, fühle mich auch jung, jung und kräftig. Aua. Oh, aua. Wie unser Hengst, bevor er einen Betrieb eingestellt hat, gell? Halt, warten Sie mal einen Augenblick. Sagen Sie mal, Frau Guckenbichler, woher haben Sie diese wundervolle Figur? Ich? Eine schöne Figur? Seit wann? Ich meine oben. Okay, so gefährlich ist doch auch nicht. Wer spricht denn davon? Ich meine doch die Figur, die oben steht, auf dem Flur. Die Heilige auf dem Kastel. Ja, ja, die war da voriges Jahr noch nicht in ihrem Besitz, oder? Sie hat ein ganz wundervolles, außergewöhnliches Stück. Wissen Sie, dass ich sie haben möchte für mein Museum? Mich? Das ist Herr Professor, so alt bin ich auch noch nicht, gell? Nein, nein, nicht Sie. Sie. Ach, Sie. Aber die gibt mein Mann nicht her, da können Sie lang drum betteln. Na, Moment mal, ich würde ja sehr gut dafür bezahlen. Karl Otto. Nein, nein, nicht ich, Elfbeth, der Staat, Vater Staat würde dafür bezahlen. Na, er wird schon mit sich reden lassen. Also diese Figur. Die ist gut beieinander, gell? Aber mein Mo gibt's nicht her. Mit der Figur, da hat's nämlich eine besondere Bewandtnis. Eine Bewandtnis? Ach, da würde ich aber gerne ausführlicher drüber hören. Wollen wir nicht endlich frühstücken? Ich sage gerne alles, wenn die Frau Gemahlin mit dabei ist. Die hat nämlich kein Verständnis für solche Bewandtnisse. Obwohl ich das gar nicht verstehe, gell? Wir sind alles verheiratete Leute. Ja, das mit der Kuni, das ist eine körperliche Angelegenheit, wie man so sagt. Frau Guckenbichler. Ja, ich bin ja schon stark. Ich verstehe nicht. Was hast du denn? Das andere erzählt Ihnen alles mein Mann. Aber hergehen tut er die Figur niemals. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Jetzt mache ich einen Kaffee, gell? Ah, Frau Professor, jetzt können Sie Ihrem Mann ja gleich einmal sagen, warum das die Leni auf der Alm war. Karl Otto, ich bitte dich inständig, dich mit diesen Leuten nicht allzu sehr auf vertrauliche Gespräche einzulassen. Diese intimen Mitteilungen und alles wegen so einer albernen Figur. Alberne Figur? Eine römische? Ach, was römisch. Sag mal, hast du einen schlechten Tag heute, was? So viele Sommer machen wir jetzt hier schon Ferien und plötzlich soll ich mit der Bäuerin nicht mehr reden dürfen, wie mir es ums Herz ist? Diese Art Leute sind nur auf Gemälden von Defreger zu ertragen, wo sie nicht reden können. Man muss auf gewissen Abstand achten. Wir sind wir und die sind die. Also was hast du denn plötzlich mit Defreger? Ach was, die Figur ist mir ja gestern Abend schon aufgefallen. Aber heute bei vollem Tageslicht habe ich ja erst gesehen, was diese Leute sich hier ins Haus geholt haben. Elsbeth, du hast da keine Ahnung. Seit Jahren, ich sage, seit Jahren suchen wir ein solches Stück. Und plötzlich finde ich, hier ist ja wie ein Traum auf dem Guckenbichlerhof, finde ich hier dieses epochale, ich sage... epochale Stück. Und ich sage dir, diese Bäuerin ist... Proportionen hat, ich könnte verrückt werden, wenn ich an die Proportionen denke. Wer hat Proportionen? Etwa diese schamlose Person? Wer denn was denn? Ach was, die Figur Elsbeth. Ja, wir haben es mit absoluter Sicherheit mit einem römischen Fund zu tun. Wer weiß, wo der ausgegraben wurde und dann von Hand zu Hand wandert, hier landete. Es ist eine Ceres. Die Göttin der Fruchtbarkeit. Bitte, ich liebe solche Späße nicht. Der Fruchtbarkeit des Feldes natürlich. Merkwürdig bist du heute. Und wenn ich Gründe hätte, merkwürdig zu sein. Guten Morgen. Morgen. Grüß Gott, Herr Professor. Grüß Gott, Frau Professor. Grüß Gott, Leni. Da schauen Sie her, da sind noch frische Semmeln. Ja, Leni, nach 2 Jahren sieht man sich also wieder. Jetzt sagen Sie bloß, dass ich Ihnen abgegangen bin. Oh ja, meine Frau und ich, wir haben Sie sehr vermisst, haben wir Sie. Otto! Wie? Hast du eine Ahnung, wo ich mein Migränepulver haben könnte? Ich glaube, neben dem Waschlavoir habe ich es gesichtet. Ja, dann hole ich es eben gerade schnell. Kein Wunder, dass ich bei diesen Zuständen Zustände bekomme. Na, Leni.
Ist der Herzallerliebste schon aufgetaucht? Das hat nur Zeit, Herr Professor. Nun, erst sich prüfen, dann sich binden, wie schon der Dichter singt. Ja, ja, prüfen muss man sich schon gescheit. Und da habe ich mich ja nie anschauen lassen. Es lag tatsächlich neben dem Waschlavoir, Karl Otto. Na, wie geht's denn sonst, Lenchen? Mein Liebling ist zufrieden, gell? Man sieht dir das Laster förmlich an. Prächtig, prächtig. Nicht wahr, Elsbeth? Sieht sie nicht aus wie Geheimrat Goethes Gretchen? So holz, so fromm, so unschuldsvoll. Der Herr Professor muss immer sein Gaudi machen. Würden Sie bitte nach dem Kaffee sehen, Leni? Gleich, Frau Professor. Mutter macht mir einen ganz frisch. Mutter. Mutter. Also, dieser unverdorbene Dialekt. Mutter. Man sieht sie direkt vor sich, die wackere Hausfrau, wie sie am Herde steht und die Klöße zusammenklebt. Ja, und drinnen waltet denn nicht, ich meine, wie unser Schiller schon so trefflich bemerkte. Bringen Sie nun endlich den Kaffee, Leni. Klein. Gott, bist du prosaisch. Heute, Lenchen, bleiben Sie. Leni, wir wollen Sie nicht von der Arbeit abhalten. Die Arbeit läuft nicht davon. Dieses taufrische Kind ist eine wahre Augenweide. Wenn man dagegen unsere blassen Stadtpflänzchen betrachtet. Aber trotz meiner bedauerlichen Kurzsichtigkeit sehe ich doch dieses unverdorbene Naturkind. Nichts siehst du, nichts. Na, erlaube mal, so schlimm ist es ja nur auch wieder nicht. Du scheinst nicht zu wissen, wie faustdick es diese Bauernmädchen hinter den Ohren haben. Elsbeth, du übertreibst. Lass mich aussprechen. Begib dich nicht auf die gleiche Ebene mit diesen Leuten. Sorge für Abstand, Minze. Aber diese Leni ist doch von einer herzerquickenden Unschuld. So, dann will ich dir mal Folgendes sagen. So, da ist jetzt der Kaffee. Gell? Der Herr Professor will viel Kaffee und ein Tröpfel Milch. Und die Frau Professor ein Tröpfel Kaffee und viel Milch. Wie der duftet. Arabiens Nektar sei gegrüßt. Lassen Sie es nur gut sein, Frau Guggenbichler. Was wird uns denn da mittags sich Feines bringen? Ah, was ganz extrix für den Herrn Professor. Einen königlichen Kaiserschmarrn. Schön gelb mit ganz viel Weinbeeren. Pfui Weinbeeren, pfui Weinbeeren, entzückend. Mutter, Mutter, was soll ich einem Knecht zur Brotzeit richten? Ein Pressack gibt's dem Herrn. Ich halte das nicht aus. Ist recht. Warte, ich mach selber. Lasst es euch gut schmecken, ja. Gell? Du, Leni, ich glaube, wir haben noch saure Zipfel. Saure Zipfel? Entsetzlich. Na, endlich. Also, was möchtest du? Brötchen, Marmelade, Butter? Butter, nur Butter. Diese frische, gelbe Landbutter ist eine Göttergabe. Man schmeckt das frische Gras und sieht sie vor sich, die vollen, strotzenden Euter. Was ist bloß in dich gefahren? Strotzende Euter. Wie ordinär. Du bist von einer Unleidlichkeit heute. Was passt denn du plötzlich nicht in dieser ländlichen Idylle? Ja, gut, moin, miteinander. Ja, Herr Professor. Das ist ein Butter, was? Schmackhaft, äußerst schmackhaft, lieber Guggenbichler. Ja, das gab's. Na, muss gleich was mit Ihnen besprechen. Ja, was haben Sie denn auf dem Herzen, Herr Professor? Na, wir werden ein Geschäft miteinander machen. Was, ein Geschäft? Mir zwei? Ja, ein für Sie sehr rentables Geschäft. Wollen Sie mir vielleicht ein Kalbi abkaufen? Nein, nein, keines Ihrer vortrefflichen Kälber, sondern... Ein Facki. Ein was? Ferkel. Nee, kann ich nicht gebrauchen. Ja. Es handelt sich um die Statue, wissen Sie, die oben im ersten Stock steht. Diese Statue, die muss ich haben. Das ist ganz ausgeschlossen. Na, lieber Freund, warum denn so endgültig? Ich würde ja sehr gut dafür bezahlen. So viel kann mir gar keiner zahlen, gell? Weil diese Figur ist mir aus einem persönlichen Grund sehr wertvoll, gell? Karl Otto,
Bitte öffne das Fenster, Herr Guckenbichler raucht. Ja, aber da zirkt er dann auch erst recht ins Gesicht, wenn das Fenster auf ist, gell? Meinen Sie? Ja. Na, nur lass den lieben guten Guckenbichler mal ruhig sein Pfeifchen schmauchen, Elsbeth. Also, mein lieber Guckenbichler, ich sage Ihnen, dass ich diese Figur unbedingt haben muss. Ja, für den Staat, für mein Museum, verstehen Sie? Jetzt soll ich meine Abgaben und der Staat kann mich. Dann lassen Sie doch mit sich reden. Nicht lasse mit mir reden. Mit der Figur hat eine besondere Bewandtnis. Sapperment, ja. Aua. Was soll es denn nun für eine Bewandtnis haben? Haben Sie schon einmal was vom Fenster gehört? Ja, nun Gott, ich meine, um was handelt es sich eigentlich dabei genau? Bei einem Mädel so ein Einschlupfer. In der Nacht, gell? So unter die Bettdecken. Es ist besser, wenn ich jetzt spazieren gehe. Ja, geh nur, wenn du meinst. Ja, ich meine. Ich erwarte dich an der Bank beim Wegkreuz. Ja, geh nur zu deiner Bank. Ich habe hier wichtige Dinge zu klären. Aber nur, dass das die Frau Professor schon hören darf. Die ist vom Finstern. Ich bin nicht neugierig. Okay. Wenn Sie immer bei uns da draußen waren, hätten Sie sich Ihren Mann gewiss auch beim Finstern rausgesucht. Das bezweifle ich sehr. Okay, also nichts für ungut, Frau Professor, aber schauen Sie, das ist doch alles natürlich. Ja, Sie, habe ich Ihnen schon die Gaudi von unserem Hengst verzeiht? Ja? Sie, den habe ich einmal zu einer Sturten geführt. Bitte, wenn Sie diese intimen Dinge nicht für sich behalten können, dann erzählen Sie sie meinem Mann. Ich muss nicht alles wissen. Au revoir. Ja, der Cousin hat am Heid auf Grab ganz ausführlich erzählt, gell? Professor, aufspringen Hosen nicht lassen, die Stürme. Was ist? Spreizt sich die Frau Gemahlin immer so, hä? Hat die gar kein Verständnis für derlei Sachen, hä? Naja, sie ist ein wenig prüde. Was, in der Früh ist die müde? Nein. Ja, nur, aber nun machen Sie mal keine Geschichten. Wenn man sich um sein Kind kümmert, sind das keine Geschichten, gell? Was hat denn die Figur mit ihrer Tochter zu tun? Also passen Sie mal auf. Bei uns heraus ist das ja so. Wenn man da eine mannbare Tochter hat, gell, dann legt man das Mädel in eine Kammer, die wo leicht zum Dersteigen ist. Was hat die Figur damit zu tun? Komm schon noch. Also passen Sie auf. Bei euch in der Stadt drin, da lernen Sie die jungen Leute kennen und heiraten. Und danach lernen Sie sie erst richtig kennen. Und dann heißt's, das ist eine unglückliche Ehe, gell? Ja, ist alles sehr bedauerlich. Ja, oft wird ja nach flüchtiger Bekanntschaft bereits der Bund der Ehe geschlossen. Ja, aber bei uns heraußen, da lernen sie die jungen Leute gleich gescheit kennen. In jeder Beziehung, verstehen Sie das? Und das schon vor der Hochzeit. Ja, sie, das ist wie beim Schneider. Ja, da probiert man doch auch zuerst, ob's passt. Und dann weiß man, was man hat an dem Gewand. Ich verstehe immer noch nicht. Das verstehen ja bei uns draußen schon die Kleinen. Ja, und wenn sie dann merken, dass sie nicht zusammenpassen, Herr Professor, ja, weil, dann wird gar nicht erst lang zusammengeheiratet. Aha, so ist das. Ja, so ist es. Doch, dass ich jetzt wieder auf meine Linie zum Reden komme, gell? Sie, die hat es auch probiert. Mei, die hat ja probiert. Die hat ja gar nicht mehr aufgehört. Ach. Was denn Ihre Leni, Donnerwetter? Ja. Dabei sieht die aus wie die leibhaftige Unschuld. Zweimal hat sein lediges Kind dahergebracht. Das wäre schon ein bisschen arg viel, gell? Ja, das heißt durchaus etwas übers Ziel hinausgeschossen. Aber wie ich seinerzeit noch jung und ledig war, ich hab's schon auch probiert. Aber bei meiner Josefa hab ich's dann gemüssen lassen. Naja, nun Gott, ich war in unserem Alter. Sag's das nicht! Immer wieder siege ich eine, bei der ich es gern probieren darf. Ja, aber wirst du schon sagen, gell? Ja. Na, also Ihre eheliche Treue mal in allen Ehren, aber nun mal wieder zurück zu Ihrer Tochter. Ich meine zu der Figur. Ja, womit wir jetzt eigentlich bei der Kuni waren. Wieso Kuni? Haben Sie noch eine Tochter? Na, mir ganz. Na, Kuni, so heißt die Figur. Die Ceres? Nicht Ceres, Kuni heißt's. Und bremst hat's die Kuni. Gebremst? Ja. Die Kuni. Ja. Schauen Sie, wie es bei meiner Leni wieder so weit war beim zweiten Mal. Sie verstehen ja schon, gell? Ja, wo sind denn die armen, unschuldigen Würmchen? Ja, die haben wir in Pension gegeben. Aber man hat ja mit dem Viech schon so einen Block. Ja. Also passen Sie auf. Wie es bei der Leni wieder so weit war,
da hat mir der Doktor gesagt, dass in der Stadt drin eine Frau war, die die heilige Kuni hat und die darf's verkaufen. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wieso denn nur wieder Heilige? Ja, schau, weil die heilige Kuni war in der Vergangenheit einmal eine Frau, ja, die halt auch solche Geschichten gemacht hat, gell, und auch nie genug gekriegt hat. Bloß hat es bei der gedauert, bis es Dutzend voll war. Sie aber dann hat sie die Einsicht gekriegt, ja. Und hat ein ganz ein wohlgefälliges Leben geführt und ist immer wohlgefälliger geworden und wohlgefälliger. Und nach ihrem Ableben ist sie die Schutzpatronin geworden für alle die, die nicht mehr aufhören können. Ach, doch alles ein dummer Aberglaube. Aber wie kamen Sie denn nun zu dieser Figur? Na ja, schau, die Vorbesitzerin, die hat's immer brauchen können, weil bei der nichts mehr zum Bremsen war. Und wie kam die in den Besitz der Figur? Ja, die hat einmal einen Zimmerherrn gehabt, einen Italiener aus Italien, gell? Ja, und der hat sie dann da lassen, wegen Mietschulden. Ah, und so kam diese heilige Italienerin aus Italien hierher. Ach, so fügt sich Steinchen auf Stein. Na ja, die hat auch gleich gemerkt, dass das die heilige Kuni ist, die so gut bremsen kann. Und Sie glauben den Hokuspokus dieser Schwindlerin, die in eine spätrömische Ceres wie ihr sauer verdientes Geld angedreht hat, Sie ein Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht? Hey, was wissen denn Sie schon von der Kuni? Nix, sonst hätten Sie es nicht so daherreden. Sie, seitdem die Kuni bei uns im Haus ist, gibt die Leni ja Ruhe? Jawohl, die Kuni hat's bremst und wird auch weiter bremsen. Aberglaube, alles dummer Aberglaube. Ihre Tochter ist eben zur Einsicht gekommen, hat Vernunft angenommen. Sie schreiben das der Figur zu. Und was ist denn nachher mit dem Hengst? Der spürt das von der Kuni genauso wie die Leni. Ich biete Ihnen, das heißt nicht ich, sondern der Staat durch mich, eine nicht unerhebliche Summe für diese Figur. Eine Summe, die Ihnen ermöglicht, auch Ihrer Tochter eine anständige Mitgift mitzugeben. Und auch für die Würmchen wäre gesorgt. Rins zu, Herr Professor, rins, was wollen? Ich weiß, was ich weiß. Wenn jetzt bei der Leni trotz dem Bremsen von der Kuni wieder was unterwegs war, na dann könnte man drüber reden, gell? Aber er geht nicht weit unter, bevor er die heilige Kuni auslässt, gell? So, jetzt haben wir Gnurtisch gerührt. Ich muss jetzt aufs Feld raus. Der Hengst wartet schon. Was reden Sie eigentlich immer von dem Pferd? Ja, der reagiert ja auch auf die Kuni. Seitdem die im Haus ist, mag er ja nicht mehr aufspringen. Na, dann verkaufen Sie mir doch die Figur. Dann kann auch der Hengst vielleicht wieder. Die Figur bleibt da, gell? Er verkauft einen Hengst. Dieser bäuerliche Unverstand, eine Ceres, ein Fund, den die Welt aufhorchen ließe. Was lässt sich denn da machen? Ach, der Herr Professor, grüß Gott. Grüß Gott, grüß Gott. Ist der Bauer nicht mehr da? Der Bauer, nein, nein. Hat er nicht gesagt, wo er hingegangen ist? Er hat was gesagt von einem Pferd. Ah, dann ist er auf dem Feld. Ja, ich muss nämlich was fragen wegen der Leiter. Leiter? Ja, ja, der alte ist gerade zusammengebracht. Die Bäuerin? Nein, der alte Leiter ist gerade zusammengebracht. Ja, und jetzt wollt ihr ihn fragen, ob ihr neue kaufen sollt. Ja, wir können ja sonst nicht mit Hai in Heistadeln auf. Großer Gott, das wäre... Was haben Sie gesagt? Nein, nein, gar nichts. Aber wissen Sie was? Sepp, kommen Sie doch mal einen Augenblick rein in die gute Stube. Das wäre genau der Richtige, ob der das macht. Was ist denn los, Herr Professor? Meine lieber Sepp, ich muss immer Sepp sagen, weil ich kenne ja nur Ihren Vornamen. Kinigl, heiße ich. Kinigl, wie die Hosen. Aber sagen Sie ruhig Sepp zu mir. Sehr freundlich, Sepp. Also, sagen Sie mal, möchten Sie vielleicht eine Zigarre? Oh ja, da sage ich verbindlichsten Dank, Herr Professor. Ja, ja. Oh. Werden auch gleich die Spitze abschneiden? Na, das braucht's nicht. Hm. Ah! Na ja, aber Feuer werden Sie wohl brauchen, was? So. Ja? Ja, rauchen können Sie ja wohl. Mmh. Alleine. Mmh. Teufelnummer, das ist kein Kartoffelkraut, gell? 1A Qualität. Ja, ja. So, also, die Leiter ist in zwei. Mmh. Das ist ja sehr bedauerlich. Ja, mei, alles gibt einmal seinen Geist auf, gell? Ja, wir zwei schon auch, gell? Wie bitte? Ja, wir zwei auch. Ach so, ja. So köstlich. Mmh. Wozu brauchen Sie denn die Leiter?
Ja, das Heu muss in Heustadeln laufen. So, das Heu muss in die Scheune. Ich habe mir aber sagen lassen, dass hierzulande die jungen Männer diese Leitern auch noch zu ganz anderen Zwecken verwenden. Hä? Ja, wie soll ich mich ausdrücken? Na, so wie Weiland Romeo beim Besuch seiner Julia sich auch einer seinerzeit allerdings Strickleiter bediente. Die zwei sind aber nicht aus unserem Dorf. Wieso? Ja, der Weiland Romeo und seine Julia, nein, die darf ich kennen. Ja, und dann gibt's in unserem Dorf bloß hölzerne Leitern und keine gestrickten. Fensterlern nennt man diesen Brauch hier. Mhm. Haben Sie bei der irrigen Domes nicht gefinstert? Ich auch niemals. Das ist bei uns nicht üblich. Ah, ihr seid's bei der Dirnei, gell? Ja, ja. So ähnlich macht man das bei uns, ja. Mal ganz was anderes. Sagen Sie mal, haben Sie einen Schatz? Einen? Einer wird da nicht gelangen. Das Jahr hat 365 Tage. Oh, das ist ja ausgezeichnet. Mhm. Da könnte man sich ja direkt einen Don Juan heißen. Kinnigl, Hase. Hab ich ihn aber schon gesagt. Ja, ja. Sind ja ein toller Bursche, was? Na ja, man hat schon Saft in die Knochen, gell, Herr Professor? Ja. Mal im Vertrauen, entre nous. Was ist nun? Unter uns. Ah. Wie gefällt Ihnen die Leni? Oh, mei. Ach, Herr Professor, möchten Sie vielleicht bei der Leni zum Fenster hingehen, hä? Nein. Das interessiert mich nur am Rande. Aber Sie, wie stehen Sie mit der Leni? Ich stehe gar nicht mit ihr. Weil wissen Sie, die Leni hat nämlich einen Betrieb eingestellt. Jawohl, hätte ich schon gern mein. Aber da nutzt die schönste Leute nichts, wenn es kein Mannsbild reinlässt. Ich weiß. Ah, da schau her. Der Herr Professor ist ja ganz ein Heimlicher, hä? Nein, Sie missdeuten meine Worte gründlich. Ich hörte nur von diesem hübschen Brauch. Ja, ganz ein Heimlicher, hä? Dann hören Sie mal auf mit Ihren Scherzen. Ich habe was ganz Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Was Wichtiges? Ja, Sie können direkt die Leiter, die Treppe hinauffallen. Hinauffallen? Vor allem können Sie eine Menge Geld dabei verdienen. Geld? Jetzt habe ich ihn. Kennen Sie die Kuni? Na, bei uns im Dorf gibt's keine Kuni, die da die kennen. Lieber Himmel, wie bringe ich dem das bei? Sepp, Sie müssen mir versprechen, dass Sie zu keinem Menschen etwas davon sagen, was ich Sie jetzt wissen lasse. Versprechen Sie mir das? Von mir aus. Wenn es nichts Unrechts ist und wenn ein Geld dabei rausschaut, kann ich mein Meischen halten. Also schießt es los, Herr Professor. Ja Gott, was Unrechtes, ich bitte Sie. Ich bin Staatsbeamter. Ja, gerade die sind die Allerschlimmsten. Na, lauen Sie mal. Ja, Herr Professor, man wird doch wohl noch einen kleinen Spaß machen dürfen, oder? Ja, also, dass die Leni hier bereits zum zweiten Mal... Ja, weiß ich alles, ja. Und nun hat der Bauer sich diese Kuni zugelegt. Ah, jetzt geht mir ein Licht auf. Sie meinen die Statue? Ja, diese sogenannte Kuni ist eine wertvolle spätrömische Plastik. Ja, verrück. Eine späte Römerin aus Plastik. Was ist denn das? Eine alte, wertvolle Figur, die ich für meine staatlichen Sammlungen unbedingt erwerben möchte. Was? Der Staatshammel so ein altes Graffi? Ja, so kann man auch sagen. Für sowas hat der Staat ein Geld, ich sag's ja. Ja, dann bleiben wir mal bei der Sache. Also, der Bauer möchte nun aus Gründen, die Sie ja offenbar zu kennen scheinen, diese Figur nicht verkaufen. Aber die Wissenschaft braucht sie. Der Staat wird eine ganze Menge Geld für den Besitz dieser Figur auswerfen. Jetzt geben Sie aber zu, dass der Staat ein Geld nachschmeißt. Ich meine das anders. Ja, aber der Bauer gibt's nicht her, die Kuni. Vielleicht doch. Er äußerte, dass er bereit sei, wenn die Leni trotz der Anwesenheit der Figur... Hä? Wenn seine Tochter trotzdem, dass diese Kuni sich im Hause befindet, also wenn sie trotzdem einen jungen Mann, nicht wahr, zu sich herein ließe und die Folge erkennbar wäre... Ah, jetzt hab ich die! Ja, und... Was zahlst du nachher da? Gottlob, er hat's begriffen. Sagen Sie mal, mein lieber Depp, mein lieber Sepp, glauben Sie, dass Sie dazu in der Lage oder, wollen wir mal sagen, passender ausgedrückt, im Stande wären? Im Stande? Das glaubst.
Wenn ich will, ist die Geschichte mit zwei, dreimal Fenstern erledigt. Ja, ja, ich meine damit, dass Sie mir die Ausführung meiner Bestellungen garantieren könnten. Ja, wen schon, den schon. So dass ich fest damit rechnen kann, nach Ablauf der Mutter, nach Ablauf der von der Mutter Natur vorgeschriebenen Zeitspanne durch ihr einem Schreiten. Mein Gott, Sie wissen doch, von was ich spreche. Ja, aber Sie, wenn es am Start schon so pressiert, ja, dann muss ich mir heute auf Nacht schon auf Socken machen. Ja, ob mit oder ohne Socken. Es wäre jedenfalls ganz in meinem Sepp-Sinne. Hä? In meinem Sinne, Sepp. Ja, aber was zahlst jetzt doch? Na, sagen wir 1000 Mark Vorschuss. Und bei sichtbarem Erfolg, also bei Lieferung des Kindes, der Figur, weitere 1000. Na, das ist zu wenig für so eine Auftragsarbeit. Sagen wir 2000 Mark. Na, hab ich ja gesagt. Vorschuss. Und noch einmal 2000 Mark, wenn's geschnackelt hat. Geschnackelt? 4000? Ja, der Staat, der wird sie doch nicht lumpen lassen. Also gut, ich bewillige dir diese Vergütung, aber nur, wenn sie zu keinem Menschen ein Wort davon sprechen. Abmacht. Kannst denn im Staat bestellen, dass ich die Bestellung übernehme? Ja, und vergessen Sie nicht, die Sache ist äußerst dringend. Na, ich gehe ja gleich am Bauern suchen wegen der Leiter. Weil das Wichtigste ist, dass ein Leiter da ist. Dann ist alles andere ein Kinderspiel. Wenn das hört, der Schlund oder die mit der steinen Kuni. Wer war's denn diesmal? Ein Name möchte ich wissen. Jetzt bald. Der Sepp ist. Unser Sepp! Sag das noch einmal. Dieser Halodri, dieser Nixnutzige. Ja, wie ist denn das diesmal zugegangen? Auch nicht anders wie sonst. Der Vater gibt dem einen Hof. Das ist etwas auch wie? Niemand ist am Taunt oder auch nichts. Aber der Vater und die Kuni. 100 Mark hat er zahlt für die Figur und hat so schön dran gelabt. Sogar verkaufen hätte es können an Herrn Professor. Aber nein, wegen dir ist ja im Haus geblieben. Das ist jetzt der Dank dafür. Hör mal bloß mit dir auf. Ich hab nicht gemeint. Nichts weiter. Ach so. Und jetzt magst du wieder. Ja? Das hat mir halt keiner gefallen. Vielleicht habe ich auch nur auf den richtigen gewartet. Den hast du ja jetzt, den richtigen. Ja, der Sepp ist der Richtige. Ein Schein kannst du haben. Das nutzt dir jetzt auch nichts mehr. Damit kann ich es auch nicht rückgängig machen. Aber das mit dem Sepp, das kannst du aus dem Kopf schlagen, gell? Mir gefällt er halt einfach, der Sepp. Er ist doch ein fescher Kerl. Wo ist denn der schon fesch? Dir muss er ja nicht gefallen. Ausgerechnet der Sepp. Den nimm ich und keinen anderen. Und mit dem Heiraten ist mir ernst. Ich weiß gewiss, dass mir der Sepp wirklich gern hat. Und nicht nur wegen dem Hof nimmt. Der Vater, wenn das erfahrt. Na, wie steht denn der jetzt da vor all die Leute? Wo er so rein
renommiert hat mit seiner Kuni, dass die anderen sogar ausleihen wollten. Was geht denn mir denn so? Wenn ich wollen hätte, dann war seine Kuni die ganze Zeit umsonst da drum gestanden. Ja, ja. Aber diesmal bin ich nicht so dumm und löffel die Suppen aus, gell? Das kannst du dir ganz schön selber sagen. Von mir aus, dann red halt ich mit dir. Was ist bloß dran an dem Sepper? Warum hab denn ich davon nichts gemerkt? Du, ich hab bloß gemerkt, dass der am halben Dorf an die Kammerfenster war. Das ist gar nicht wahr. Schon am zweiten Tag, wie er bei uns war, hat er mir geschieht. Okay. Und vor 5 Monaten ist der an mein Kammerfenster gekommen und reinbrochen wie ein Ochs. Ja, wenn's wenigstens ein Ochs gewesen wäre. Das hat man ihm probiert. Wenn ich wieder in andere Umstände bin, dann ist mir das recht, weil er mich gern hat. Und der Vater komm ich auch gern home. Der soll sich sein Kuni einsalzen lassen. Ja, von was werden da so laut geredet? Von dir? Ja. Du, Linie, sei so gut und nimm mir den Knopf da. Ach, da, schau her. Ach, er mag sich schon bedienen lassen, der Herr Knecht. Sepp, ich hab der Mutter gerade alles gesagt. Was? Was? Nicht, dass wir einen Schnee haben. Dass ich ein Kind krieg. Und dass du der Vater bist. Ach, das. Der Herr Papa. Hast du was, Bayerin? Ja, einen windigen Schwiegersohn hab ich. Ja, musst du mich heiraten oder sie? Sagst du, Mutter, dass du mich heiraten willst? Na gut, wenn du meinst, dann heiraten wir halt. Jetzt siehst du das, jetzt hast du es selber gehört. Freilich hab ich's gehört. Wir verlieren, dass er ist. Der Herr Kienigl. Grantig ist wie der Trager die Katz. Jetzt sei halt nicht immer so batzig, wie die Mutter mit dir redet. Wo ist denn dein Vater? Beim Wirt. Ach so. Wenn er heute heimkommt, dann sag ich's ihm. Ja. Einmal muss es ja auch erfahren, gell? Lass dich mal anschauen, Leni. Herrschaftszeiten. Habt ihr eine Sau freut, dass alles so läuft? Dann ist recht, wenn's dich freist. So. Ich muss jetzt noch was erledigen. Gehst du ins Wirtshaus? Nein, zum Briefkasten muss ich. Vielleicht geh ich nachher noch zum Wirt. Geschaut. Ja, meinst du vielleicht, dass ich mir den ganzen Feierabend das grantige Gesicht von deiner Mutter anschauen will? Oder gehst du vielleicht zu einer anderen, zum Fenster? Hm? Geh, ich doch nicht. Ja, ja. Das habe ich schon erfahren, dass du beim halberten Dorf am Kammerfenster warst. Ach, da, schau her. Und was hat man dann auch alles von mir verzeiht, hä? Nichts Gescheites. Mhm. Was hast denn da für einen Fleck? Wo? Da? Ja, verreck. Hab ich da sich einen Tintenbatzer auf der Bratze? Ja, wo wir ihn da wieder hingelangt haben, hä? Du hast vielleicht einen Liebesbrief geschrieben, hä? Okay, ich schreib nicht lang, ich handel gleich. Wie es wohl unserem Herrn Professor geht, hä? Wie kommst du denn jetzt auf den? Tja. Wie komm ich jetzt auf unseren Professor? Au! Unser Hausschandarm! Ins Wirtshaus, Rena, das kann er, gell? Saubern Mo kriegst du. Und du hast ihn schon. Du, deine Frech, gell? Ein Mann braucht sein Bier, sonst kommt er von der Kraft. Und? Was ist jetzt mit der Jocken da? Du, Herrn Schauko, der Mann, der braucht seine Zeit bloß noch hinschmeißen. Ja, was hat er denn da drinnen? Mein Herr Schwiegersohn, sehr geehrter Herr Professor. Was hat denn der Sepp unserem Professor zum Schreiben? Teile Ihnen hierdurch höflichst mit, dass ich bezugnehmend auf Ihre Bestellung und den daher fälligen Vorschuss die bestellte Arbeit erledigt habe. Sie können Ihnen davon jederzeit überzeugen. Wenn Sie kommen täten, müssen Sie sich aber was ausdenken, wieso, dass Sie kommen. Denn die Bäuerin riecht den Dreck in der Finstern. Und vergessen Sie bitte den Vorschuss fein nicht. Ja, was kann denn der Professor bei unserem Sepp stehen? Na, was kann man jetzt bei unserem Sepp stehen? Frau Guggenbichler! Ja, was ist denn? Sind Sie in der Stube, Frau Guggenbichler? Das ist ja unser Herr Professor! Jesus, wenn der Teufel nicht, dann kommt der Grind!
Ja, staunen Sie was! Herr Professor! Ja, hier stehe ich einfach so, mitten im Winter. Ja, jetzt sowas! Ja, ja, der Herr Professor! Ja. So, da ist der, der Koffer, gell, Herr Professor? Ja, danke schön, Seppen. Ja, erstmal grüß Gott allerseits, nicht wahr? Ich hatte in München zu tun und da dachte ich mir, na, guckst du dir den Guggenbichler Hof mal im Schnee an? Meine Frau glaubt mich auf einem Kongress und derweile bin ich hier. Ja, ja, sowas! Uns greift recht, dass da sind. Ja, gut sehen Sie aus, liebe Leni. Freue mich, Sie in einem so guten Zustande zu sehen. Wirklich gut sieht sie aus. Hä? Nett und fett. Das Sepp macht immer so saudummig Spaß. Ja, saudummig Spaß und saudumme Sachen. Aber jetzt sagen Sie mal, Herr Professor, legen Sie doch ab. Was können wir denn für Sie tun? Ja, könnte ich vielleicht heute Nacht bei Ihnen schlafen? Bei mir? Ich meinte mehr im oberen Stübchen. Ach so, ja, ja, da müssen wir heute jetzt umräumen, gell? Da haben wir die Äpfel drin und saug heute Sand. Ja, das schadet doch nicht. Wo ist denn Ihr lieber Mann? Mein lieber Mann? Der ist im Wirtshaus. Mein lieber Mann braucht am Samstag seinen Rausch. Aber der wird gleich reinstolpern. Soll ich das Bett überziehen, Mutter? Nein, das mache ich selber. Stell mir du das Wasser auf für die Wärmflaschen. Ist recht. Ja, und ich trage einen Koffer auf, gell? Na, dann bleiben Sie doch mal hier, Sepp. Na, nur erzählen Sie mal. Ach so, ja. Ja. Haben Sie es gesehen? Ich habe Ihren Auftrag ausgeführt. Sprechen Sie doch leise. Ach was, gell? Da hört niemand was. Na ja, man kann nicht vorsichtig genug sein. Gerade habe ich einen Brief an Sie eingeschmissen, wo ich Ihnen alles geschrieben habe. Einen Brief? Ja, wo ich Ihnen geschrieben habe, dass es soweit ist. Mit der Leni und mit dem Vorschuss. Das haben Sie getan? Mhm. Ja, wenn nun meine Frau gemahlt in diesen Brief. Ja, Mann Gottes, was haben Sie sich denn dabei gedacht? Nix. Und? Haben Sie ihn dabei? Wen? Ja, den Vorschuss. Ach so, ja, natürlich habe ich ihn. Ja, hier, 2000 Mark, 20 Scheine zu je 100. Ja, so. Nachziehen können Sie es, wenn Sie alleine sind. Und hier diesen Quittungsbeleg, den geben Sie mir zurück. Unterschrieben natürlich, nicht wahr? Am besten morgen, wenn Sie mir den Koffer zum Bahnhof bringen. Ja. Na, nun stecken Sie das Geld mal weg. Was, 20 zu 100? Ja. Hoffentlich haben Sie ja da nicht verzählt. Muss ich schon nachziehen. Nun stecken Sie es doch weg, das Geld. Sie und den Rest, nicht wahr? Den Rest, den vergessen Sie nicht. Ja, ich meine, nein. Hm? Es bleibt alles wie verabredet, nicht wahr? Ich hatte in München zu tun und da habe ich mir gedacht, na, zu den Guggenbichlern ist ja nur ein Katzensprung. Und da habe ich mir gedacht, sagen Sie mal, Sie haben mir geschrieben? Wer hat Sie denn das geheißen, Sie Karnickel? Was meinst du nicht so? Über eine so delikate Sache, da schreibt man, über eine so delikate Sache, da schreibt man doch keine Briefe! Ja, ich schreibe wann ich will und dann wen ich will, ja? Den Brief habe ich fein säuberlich aufgesetzt, dann habe ich mit Tinten abgeschrieben und gerade vorhin habe ich ihn eingeschmissen. Wie, war Himmel, wer weiß, was Sie damit angerichtet haben? Ja, da wird schon nichts schief gehen. Na Mann, Sie haben ja die Ruhe weg. Na kommen Sie mal mit, bringen Sie mal meinen Koffer in mein Zimmer. Ja, ja. Herr Professor. Wollen Sie nicht vorher noch was essen? Vielleicht ein Gesächts? Ein was? Ein Gesächtenes. Danke, mir ist schon schlecht. Da sitzt die Vater, ich bring das Essen. Wo ist der Professor vom Sommer ist da, hä? Jetzt, Hilfe, geh jetzt in mein Bett. Ich mag jetzt schlafen. Schrei nicht so, wenn er dich hört. Ja, und schon? Weißt du, dass der noch nie gesoffen war? Der doch nicht. Was soll er denn von uns denken? Ja, was er mag, oder? Ich weiß schon, warum das der jetzt bei uns reinschleicht, Kind. Wegen meiner Guni? Aber da hat er sich brennt, mein Lieber. So wahr du kein Kind mehr kriegst. Ja. Vater, sag sowas nicht. Ich mein nur. Nix meins. Es kann doch. Nichts kann sein. Nicht so lang meine Guni bremst. Dann wird's schon so sein. Ach. Ach, was lehrst du denn so? Jetzt reiß dich halt einmal zusammen, wenn du siehst, dass wir nicht allein sind.
Ich schreie, wann ich mag und so laut wie ich mag. Auch wenn der Professor da ist, gell? Der komm ich nämlich einmal, der Professor. Du hast einen Rausch und du kannst mir einmal. Sag einmal, schauen muss man sich mit dir. Du bist eine erwachsene Tochter, bist voll wie so ein Feldhaubitzen. Kleine Tochter, kleiner Rausch. Große Tochter, großer Rausch, gell? So halt die das. Und jetzt bringst du mir nur ein Bier. Bitte, zusammenreißen kannst du schon. Wenn ich einen Rausch hab, ist das meine Sache, gell? Ich kümmere mich um meine Sache und um deine ledigen Kinder. Ich und meine Kuni. In der Bibel steht geschrieben, du sollst Vater und Mutter ehren. Aber nirgends steht, du sollst deinen Vater jedes Jahr zum ledigen Großvater machen. Jetzt gib halt einmal einen Ruhe, Vater. Stab bist. Und wenn du noch einmal anfängst, das sage ich dir, dann bist du die nächste Zeit meine ledige Tochter gewesen. Ja, jetzt bist du einmal Staat, wie das der Herr Professor hört. Schau mal, muss man sich mit dir. Ah, ich pfeife auf den Professor. Ich mache jetzt mein Essen, geh ich mein Bitte. Der Professor kommt noch mal runter. Stopp, ich bin der Bauer ist. Jetzt kommt er schon und du mit deinem Rausch. Ja, ihr lieber Herr Guckenbichlein, wunderschönen guten Abend. Verstaunen Sie, was mich mitten im Winter. Ich staune auch im Sommer. Saffer. Mein Mo hat ja so eine Freude, Herr Professor. Ich hab's nicht schreien gehört, wie er sich freut. Nur einmal, wo stehst du denn da, du dämische Gräber? Ja, also ich hörte allerdings etwas Lärme im Haus. Na, mein lieber Guckenbichler, wie steht's denn nun mit unserem Geschäft? Haben sich endlich entschlossen, mir die Figur zu überlassen, ich meine, zu verkaufen? Da kannst du warten, bis du schwarz wirst. Aha. Oder Sie warten mal ab. Ich meine, mein Angebot, nicht? Ich biete Ihnen so viel Geld, da können Sie 100 solcher Figuren erwerben. Ich bin kein Pfarrer, ich habe auch keine Kirche, wo ich es aufstehen kann. Mir gelangt die eine schon da. Aber gerade diese eine, um die geht es ja eben gerade nicht. Mein Museum möchte eben gerade diese Figur erwerben. Na, wenn du groß und alles bist auf Antiquitäten, dann nimmst du meine Alte mit. Na, meine Alte, Dreschmaschine. Die steht in der Schuppe draußen, ne? Müssen schon entschuldigen, er hat halt ein kleines bisschen was getrunken, der Vater. Ja, aber das darf er doch gerne. Man spricht von vielen Trinken stets, doch nie vom großen Durste. Nein, der Herr Professor. Prächtig sehen Sie aus, also wirklich, Leni. So voll, so frisch, so rundlich. Genau. Ja, stimmt schon. Gell, Herr Professor? So voll, so frisch, so rundlich. Ja. Gute Nacht beieinander. Wissen Sie, Herr Professor, unser Leni ist, was die Mannsbilder anbelangt, heute halt ein bisschen schüchtern, gell? Wollen Sie sich nicht setzen? Wollen Sie vielleicht ein bisschen was mitessen? Schauen Sie, wie es meinem Alten schmeckt. Ja, ihr Alter möge es sich munden lassen. So. Ah, gib her, Leni. Wenn man den ganzen Tag schwer gearbeitet hat, dann will man doch abends ein bisschen Behaglichkeit haben, nicht? Dann schmeckt's doch gleich viel besser, nicht wahr? Herr Professor, unterm Essen mag ich nichts reden, gell? Da mag ich meine Ruhe. Und wenn du nächstes Jahr mit den Alten wieder auf eine Wiesn umeinander flacken willst, dann gibst du jetzt eine Ruhe mit meiner Kuh. Aber Sie glauben doch nicht im Ernst, dass eine von Menschen gemachte Statue Ihnen helfen kann, wenn Ihre Tochter, na sagen wir mal, Ihre Leidenschaft nicht zügeln will. Ja, schaukelt sie mit, Halleluja, ist der vielleicht hinter der Kuni hier. Da muss das Mädel die Kuni drum beneiden, gell? Xaver, jetzt verkauf sie am Halt. Ich schau, so ein gelehrter Mann, der kennt sie doch besser aus bei dem Sach. Was tanzen zahlen, Herr Professor? Und wenn er mir 100.000 gibt und noch was dazu, ich gib's nicht her. So, das ist jetzt mein letztes Wort in dieser Sache.
Jetzt in mein Bett. Gut Nacht, Benander. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Sprechen Sie heute Morgen noch einmal mit ihm, Herr Professor. Ja, aber was werden da gewischt? Ja, ist ja gut. Also dann, allerseits, gute Nacht. Gute Nacht. Ich möchte wissen, wo der Mann seinen Verstand hat. Safer, ich muss dir was sagen. Nein, Ruhe lassen wir. Dann halt nicht. Psufers, Wagscheidel. Psufers. Recht hat's ja. Aber zugeben tue ich's nicht. Vater. Was willst du denn? Mit dir reden. Na, red halt. Ich glaub, es kommt was. Na, wieder? Jetzt im Winter? Nein, kein Winter. Na, was soll denn nachher kommen? Ein Kind. Was sagst du da? Ein Kind? Wenn's schreien anfängst, sag ich kein Wort mehr. Ja, du meinst, in der Nachbarschaft kommt irgendwo ein Kind, gell? Nein, bei mir ist es wieder soweit. Gott sei Dank geht es raus. Sag mal, bist du deppert? Bist du übergeschnappt, hä? Das hat er wohl geträumt, gell? Nein, das hat man nicht geträumt. Ist das auch gewiss wahr? Wenn ich das sag. Wer ist denn der Vater? Wenn du so schreist, sag ich gar nichts. Hoffentlich kennst du ihn. Der Sepp. Der Sepp? Der hat einen Lump. Du, der sollte mir kommen. Den ganzen Tag tut er, als wenn er bis 13 kennt, verstehst? Und in der Nacht geht er her und macht mich jetzt zum dritten Mal zum ledigen Großvater. Vater, er will mich heiraten. Er will dich heiraten, ja so. Und was ist noch mit meiner Kuni am Kastel drum? Da hat er dir da drum nichts mehr verloren, oder? Die halten mich bloß für Narren, wie sie nicht bremsen kann. Wenn der Sepp mir den ganzen Fensterstock rausreißt, dass ich ihn reinlasse, was will denn da dein Kuni noch bremsen? Aber was fragst du denn jetzt da mich? Aber das sag ich dir. Wenn ich der Sepp nicht heirat, dann gehst du ins Kloster. So, und das ist jetzt mein letztes Wort in der Sache. Er heirat mich, er hat's fest versprochen. Ah, da bist du jetzt so stolz drauf, he? Dass ich den Grundlerhof, den größten Hof im Ort, einen Knecht gibt, der nicht einmal ein Schneidstöchel seine eigenen niederkommt. Er ist ein anständiger Mensch. Ah ja, das interessiert heutzutage keinen Menschen nicht. Haben du denn nichts, verstehst? Und die ist Zeit. Ich lauf einen Zahn, wenn du so schreist. Also mir wurscht, das kommt von mir aus, jeder hören. Wir kriegen das dritte ledige Kind. Gleichzeitig ist im Winter und Frühjahr. Ruf mich, der Sohn. Möchtest du dich versündigen? Ja, frohlocken werde ich über den Herrn Schwiegersohn. Über den Nichtsnutzigen. Ja, bist denn du narrisch geworden? Nein, ich bin in narrisch geworden. Da geh her, lass dir gratulieren. Da wärst du zum dritten Mal wieder Großmutter. Weißt schon. Das weißt du schon. Und ich erfahre das wieder einmal als Letzter. Hä? Ja, was hättest du denn genutzt, wenn du das du als Erster erfahren hättest? Eine anständige Antwort will ich. Du lass dann ja nicht zu Wort kommen. Jetzt erfahrt er. Nein, halt. Ist was passiert? Ist was passiert? Jawohl, ein Wunder! Jetzt gehst du auf in deine Kammer, holst dein Geldbeutel, packst die Kuri und stellst es in dein Museum. Und mein Alte stellst dazu, dann hast du gleich die Alarmanlage. Thank you.
Heute sagst du, kommt der Professor. Ja, heute. Die Zeitung, die einem immer nachgeschickt wird, die ist schon da. Dann werden Sie selber auch gleich da sein. Wie er sich nur herdraht, der Hodel und mein Lieber, der kann sich auf was gefasst machen. Lass mir aber nicht ausfallend, wär's gesoffen. Das siehst du dann schon. Der hat gewiss wieder eine gute Ausrede. So wie der hat uns noch gar keiner an der Nase rumgeführt. Ja, und das Allerschlimmste ist ja das, dass das jetzt ausgerechnet der Preis ist, der das zusammengebracht hat. Jetzt kannst du es ja mal gleich sagen. Was? Dass du es rausgeschmissen hast, alle zwei. Ja, die Bagage, die Lindige. Du machst die mit dem Gauner unsittliche Handelschaften. Jeder andere hätte es auch rausgeschmissen, wenn einer hinter die Geschichte gekommen wäre. Die Lady kann nichts dafür, das habe ich dir schon 100 Mal gesagt. Darum hätten wir auch zuerst mit ihr reden müssen. Und mit dem Sepp auch. Du, da gibt's nichts mehr zu reden. Da, da schau dir mal her. Ja, teile ihnen höflichst mit, Bezug nehmend ihrer gütigen Bestellung. Du bestellt hat der den Buben bei ihm. Und so weiter und so weiter. Du und da. Sie können sich jederzeit selber überzeugen, denn es ist soweit. Und so weiter und so weiter und so weiter. Du, darum ist der Professor plötzlich im Winter bei uns reingeschneit. Ah, wahrscheinlich hat er sich da den Bestellschein abgeben lassen. Ich bin ja gespannt, was er da zum Sagen hat, der saubere Herr Professor. Du wirst sie nur nicht schämt. Dass du aber nicht ausfallend wärst, ich kenn dich. Ja, das siehst du dann schon. Xaver, ich bitte. Und da siehst du aber wieder, wie blöd der Sepp ist. Lass diesen Zettel in seiner Jotten drin. Ja. Und wie ich ihn gefragt hab, was das zum Bedeuten hat, die Bayerin riecht den Träg auch in der Finstern. Da ist ihm nicht einmal eine Ausrede eingefallen, wo denn sonst nicht aufs Maul gefallen ist, gell? Ja, aber du, das war für auch nicht richtig von dir, gell? Dass du das nicht gleich gesagt hast von der Kuni und von der Leni. Ja, das braucht dich nur wundern. Ich hab deinen Zorn gefürcht. Seit wann fürchst denn du mich? Das ist ja ganz was Neues. Gleich hast man zorn müssen, den lumpenden Zettel da. Aber jetzt kann man natürlich nichts mehr machen. Ach, und ich, Ochs, lass die zwei jungen Leute zusammenheiraten, weil ich glaubt hab, dass die Leni dadurch eine Ruhe gibt. Aber das darfst du mir glauben. Freiwillig hätte ich's nie an Knecht geben. Nicht dazu so einen nichtsnutzigen, so einen miserablen, verstehst du das? So eine Tochter, so eine Tochter kann ja so eine ertragreiche Kapitalanlage sein. Ja, hm? Ich hätte ja auch einen anderen wollen für Sie. Wenn wir genug geldige Bauernsöhne im Dorf haben, ja. Aber nein, ausgerechnet der muss sein, der nichts hat und nichts ist. Ja. Ausgerechnet der. Sind Sie das schon? Kann schon sein. Jetzt reiß dich zusammengeschlafen, aber jetzt der schwerfällt, gell? Herein! Ist erlaubt? Nein. Stadtbist, komm reise. Nix da, der hat da nichts zum Suchen, Herrin, gell? Komm reise. Na, sag mal, hab ich da, Herrin, überhaupt nichts mehr zum Sagen? Doch, aber jetzt nicht. Komm reise. Ich will aber nicht nochmal rausgeschmissen werden. Weil mich das auch interessiert, was du willst. Wie geht's denn der Leni und dem Kind? Denen geht's alle zwei ausgezeichnet. So. Ja, du. Was willst? Ist der Professor schon da? Nein, nicht, aber heute kommen's. Aha. Ja, aber den schmeiß ich auch raus, wenn der glaubt, dass er unter meinem Dach seine schwäbischen Sachen treiben kann. Ich hab aber noch ein Geld gekriegt von ihm. Geld? Ja, natürlich. Der Staat hat doch für die Vermittlung von der Figur an mich einen Maklerlohn gezahlt. Ja, und da krieg ich nur einen Rest. Ah, das schau ich. Und wie viel waren das so beiläufig? Das möchtest du jetzt gern wissen, gell? Aber da sag ich nix. Nur so viel. Es ist nicht wenig. So? Na, da weißt du direkt eine gute Partie. War ich schon. Aber ich bin ja schon vergeben. Na, jetzt sag einmal, wo ist denn die Leni? Daheim? So, daheim. Und das Kind? Ja, auch daheim. Oder meinst du vielleicht, es geht allein spazieren? Mei, hast das gehört, Xaver? Daheim sind's. Die Leni und das Kind. Ich kenn keine Leni und kein Kind. Also jetzt glaub ich's bald selber. Ja, die hat's ja vom Bohr weg. Er kennt kein Leni und kein Kind. Du bist der größte Sturschädel, der umeinander läuft. Verstößt sein einziges Kind, das von nichts was gewusst hat, aber der Herr Professor, der an allem schuld ist, der darf zur Sommerfrischen wieder kommen. Ja, aber doch nur, dass ich ihm sauber hier rein kann. Und ich sag euch, wenn mir der dumm kommt, dann schmeiß ich ihn auch raus. Ja, ja, ja. Das kannst du blären und Leuten ausschmeißen, aber sonst, gell? Da wirst du nur schauen, was wir aus der ganzen Sache noch machen werden. Ich und der Sepp. Was? Hä?
Auf der Stelle söhnst dich aus mit dem Sepp. Und wie es weitergeht, das sag ich dir, wenn der Herr Professor da ist. Wenn ich nicht mag? Das wirst du dann schon sehen. Wird's bald! Also von mir aus. Weil wenn die nicht recht kriegen, ist Matthäus am letzten, gell? Schau ich her. Oder Lump. Sind wir wieder gut. Sind wir wieder gut? Ach, ein Fehler war's, dass du das rausgeschmissen hast. Ah, lass gut sein, Bäuerin. Ja, und den Ton, gell, den du neuerdings mir gegenüber anschlagst, den kannst du in Zukunft bleiben lassen, gell? Das werden wir noch schon sehen. Ja, dann geh ich halt wieder. Ich komm noch nur mehr, wenn der Professor da ist. Vierte, Schwiegervater. Ja. Also seit neuestem geschickt doch herin, was aber das, was du willst. Ja, das ist auch gut so, weil ich den nötigen Durchblick hab. Während du aber bloß vor lauter Sturheit und Rechthaberei und mir sind mir aber bloß in eine Ecken denkst. Der Sepp ist eine gute Arbeitskraft. Und die Leni hat ihn gern. Außerdem hat sie einen Vater für ihre drei Kinder. Ja, und eine gute Mitgift hat er auch. Also schlecht fahren wir nicht mit dem Sepp. Jetzt gibst deinem Herzen einen Stoß und nimmst ihn wieder auf. Nicht mag ich. Sag nur, dass ich mich mit ihm ausgesehen hab. Also wenn du das nicht wieder aufnehmen willst, dann hättest du ja auch nicht aushöhnen brauchen. Xaver, schau. Der große Hof und mir. Schau mal, wer soll denn die ganze Arbeit machen, wenn wir ihn nicht mehr kennen? Irgendwann müssen doch wir Arme aufhören zum Werkeln. Ja, also gut von mir aus. Ich habe eh keine Ruhe von dir. Aber das eine sage ich dir, mit dem Professor rechne ich noch ab. Das lasse ich mir nicht ausreden, gell? Ah, ja, das kannst ja. Mach doch! Ja, nun mach doch jetzt gleich mit anfangen, gell? Gott, ist das ein Fußmarsch hier zu euch raus! Ja, Gott! Gott, allerseits! Und ich frag auch, warum hat uns denn der Sepp bloß nicht vom Bahnhof abgeholt, worum wir schriftlich gebeten hatten? Oh, ich weiß auch nicht, gell? Aber jetzt erst mal grüß Gott, Frau Professor, Frau Professor. Na ja, so erfreut, dass Sie wieder bei uns sind, gell? Haben Sie eine schöne Reise gehabt? Ja, ja, die Fahrt war ganz angenehm, wenn man von der Temperatur absieht. Der Sonne goldene Strahlen stechen. Ja, jetzt riecht nicht lange umeinander. Sitzt euch hier. Sie sind ja wieder heim bei uns, gell? Ja, eine kleine Erfrischung wäre nicht schlecht. Wir sind noch ganz echauffiert. Wer hat euch chauffiert? Ja. Wollt ihr vielleicht eine Tasse Milch? Oh ja, köstliche Milch. Es hat uns wieder das Land, wo Milch und Honig fließt. Honig habe ich leider keinen im Haus. Nein, nein, Frau Guckenbichler, Milch genügt, um unsere Lebensgeister wieder zu beleben. Kann ich mich inzwischen etwas frisch machen? Freilich, Sie kennen sich ja aus bei uns. Danke. Hm? Ja, ich kenne mich aus in dem Haus. Sofa, Koffer aufgerungen. Da bin ich blöd. Na, Herr Professor, was gibt's denn so für Neuigkeiten? Was haben Sie denn alles so angestellt, seitdem uns mir nicht mehr gesehen haben? Das fragen Sie mich. Natürlich nichts, naja, und selbst? Ja, ich warte aber erst ab, was die anderen so anstellen, gell? Aber dann schlag ich drei. Aber gescheit. Na, was konnten Sie denn diesmal erwarten? Ja, der Linie, ihr Kind. Ist es schon da, das kleine Würmchen? Jawohl. So, so. Ja, aber rausgeschmissen habe ich es auch gleich, gell? Ja, wie ich hinter denen ich die Geschichte auch gekommen bin, gell, haben sie gehen müssen. Alle zwei. Auf der Stelle. Und was das für eine Geschichte ist, das wissen sie ja gewiss auch, gell? Ja, aber warum so hartherzig? Ja, da kennen sie mich schlecht, gell? So, Herr Professor. Und jetzt will ich Sie einmal was fragen. Gell? Ja, ja, nun lassen Sie uns doch erstmal angekommen sein, unsere Sachen auspacken. Gar nicht notwendig. Sehr geehrter Herr Professor. Ist ja doch Sie, oder? Es fängt schon an. Ja, ich würde mich gerne ein bisschen frisch machen. Da bleiben wir. Für das, was wir zwar zum Besprechen haben, sind Sie frisch genug, gell? Und ich glaube nicht, dass ich Ihnen das jetzt alles vorlesen muss. Sie kennen ja den Schrieb. Also ich verstehe Sie gar nicht, Herr Guckenbichler. Was kann denn ich dafür, wenn mir der Sepp verworrene Briefe schreibt? Das werde ich jetzt gleich erklären. Diesen Zettel da hat meine Frau gefunden. Und da steckt genau das drin,
was Ihnen der Sepp geschrieben hat. Und was geht mich das alles an? Das werde ich jetzt gleich erklären, Fremdner. Gell, diesen Zettel da, den hat meine Frau nach der Hochzeit gefunden und hat mir gleich gezeigt. Ich bin gleich gar nicht mitgekommen, weil ich für solche Sachen viel zu geradlinig bin, gell? Für so eine Niedertracht muss man schon ein Studierter sein. Ich habe dann daraufhin gleich den Sepp vorgenommen. Und der Kerl hat alles zugegeben, bevor ich saugrantig geworden bin. Nichts hat er auslassen, alles hat er zugegeben, gell? So einen Schiss hat er vor mir gehabt, der Feigling. Weil im Zorn bin ich fürchterlich. Frag mal heute. Ja, ja, das glaube ich Ihnen gerne, lieber Guckenbichler. Aber Sie befinden sich im Irrtum. Nix Irrtum, gell? Sie haben die Kuni haben wollen, ja? Und ganz narrisch haben Sie es haben wollen. Und darum haben Sie sich dann diese Hinterfotzigkeit ausgedacht. In Ihrem Professorengehirn. Und fast, gell? Fast. Nur fast. Wäre es Ihnen auch geglückt. Also, wenn ich auch mal etwas anmerken dürfte. Ich bin noch nicht fertig. Sie haben den Sepp bestochen, gell? Dass er der Lene das Kind macht. Und der hat sich gegen die heilige Kuni versündigt und mich hat er bis auf die Knochen blamiert. Jetzt fühle ich mich wieder wie neu geboren. Aber nicht mehr lang. Sie irren, lieber Herr Guckenbichler, Sie irren gewaltig. Ich als Mann der Wissenschaft. Ja, keine blöden Sprüche nicht, gell? Ja, aber Sie können mich doch nicht einfach beschuldigen, wenn es mir schon die Chance gebe, dass Sie mich zum Verteidigen. So, verteidigen da ist jetzt die Milch, gell? So, die wird dann jetzt gut dran. Keine blöden Sprüche nicht, habe ich gesagt, gell? Ich will nur die reine Wahrheit hören. Also? Warum haben Sie meiner Lene dieses Kind angehängt? Was hast du, Karl Otto? Großer Gott, natürlich nichts. Du hast mir wohl etwas zu sagen. Jetzt lassen Sie mich einmal die Sache zuerst mit Ihrem Mann zu Ende bringen. Danach können Sie mit Ihrem Tisch drehen. Das ist zu viel. Minze, du erklärst mir auf der Stelle, was... Ja, das kann ich Ihnen auch erklären, gell? Er hat meiner Lene ein Kind vermacht, jawohl, dass er zu seiner Kuni kommt. Oh, diese Schamlosigkeit. Was ist denn? Ich glaube, der Frau Professor ist gar nicht gut, gell? Die ist ja ganz grün im Gesicht. Dann nehmen Sie doch Rücksicht auf die Gefühle meiner Frau. Oh, dieser Sumpf. Ich kann nicht mehr. Karl Otto, du bist meiner nicht würdig. Elisabeth, Liebchen, du solltest ein Beruhigungsmittel nehmen. Dazu bin ich zu aufgeregt. Also, ich glaube, wir lassen die zwei jetzt erst einmal allein, gell? Die haben bestimmt nur zum Austisch kriegen. Ja, aber gell, ich bin ja noch nicht fertig. Schau, die Frau Professor hat's doch auch nicht leicht mit so einem Mann. Wenn man einen geheiratet hat, der so ein Saubär ist. Kopf hat als Schweinerei? Jawohl. Gehen Sie doch endlich! Gehen Sie denn nicht! Sie verkommener Mensch! Pfui! Fass mich nicht an, du Treuloser! Ich war nicht treulos. Lass dir erklären. Spar dir deine Erklärungen. Ich weiß genug, du Wüstling. Elspeth. Ich sollte allein spazieren gehen, weil du arbeiten wolltest. Ich sollte frühzeitig zu Bett gehen, weil die Landluft so strapaziös ist. Und was hast du inzwischen tatsächlich getrieben? Betrogen mich mit dieser Person. Oh, du Abgrund von einem Mann. Elspeth, ich bitte dich, höre mich an. Du Lüstling, jetzt begreife ich auch, warum du es mit deiner Ehre nicht vereinbaren konntest, Pate von diesem Kind zu sein. Und ich fand die Idee, die uns dieser Herr Kehnagel in seinem unbeholfenen Brief vorschlug, so entzückend. Ich habe doch nur versucht, dir zu erklären, dass mein Name durch diese Ceres in wissenschaftlichen Kreisen in aller Munde ist. Du hast doch selbst gesagt, ich soll mich mit diesen Leuten hier nicht gemein machen. Und ich hatte die Absicht, 5 Mark und einen Silberlöffel zu schicken. Ich wollte doch nur verhindern, dass dieses Kind hier Karl Otto Kienickel heißt. Alle Welt hätte gewusst, nach wem? Nach mir, dem Entdecker der Ceres. Ich wollte mich nicht lächerlich machen. Verstehst du denn das nicht? Ich kann dir auch erklären, wem das Kind sein Dasein verdankt. Schweig! Ich will mir nicht zumuten, dich über etwas so Furchtbares reden zu hören. Jawohl, sein Leben verdankt. Wühle nicht in meiner Gegenwart in diesem Schmutze. Im fleischlichen Sinne. Du bist meiner nicht würdig.
Nie warst du meiner würdig. Ich fahre fort. In diesem Sinne bin ich nicht der Vater des Kindes. Ich habe nichts getan, als seine Entstehung im übertragenen Sinne zu veranlassen. Du Scheusal, du Schmutzfink! Bitte, Mäuschen! Doch, nicht diesen Kosenamen. Womöglich hast du ihn auch dieser Bauerndirne in einer zärtlichen Stunde zugeflüstert. Oh, ich darf gar nicht daran denken. Diese grauenvolle Vorstellung. Mein Mann auf dem Wege mit einer Leiter zu einem Kammerfenster. Dieser Gedanke. Elisabeth! Elisabeth! Betty! Mehr hierzu von meinem Anwalt. Du verkommenes Subjekt. Du verkennst mich, Elisabeth. Oh, ich narr, ich Idiot. Vater, nicht nur. Alles nur im Sinne der Wissenschaft. Und was ist der Dank? Brüskeste Ablehnung aller Orten. Ach, das ist ja meine Berliner Zeitung. Na, wenigstens etwas Kultur in dieser Hütte. Ah, da ist der Artikel über mich und meine Ceres. Hauptkonservator Professor Dr. K.O. Minze. K.O. Minze, wie das klingt, K.O. Karl Otto muss das sein. Entdeckte die prachtvolle Figur, die eine Ceres aus der spätrömischen Kunstepoche darstellt. In einem abgelegenen Ort Oberbayerns, in einem Bauernhaus, wo sie den frommen, haben die eine Ahnung, frommen Bauersleuten als Heilige galt. Die Wissenschaft spricht von einer Sensation. Professor Minze, der in archäologischen Kreisen scherzhaft bereits Ceres-Minze genannt wird. Das ist ja eine Frechheit. Ceres-Minze. Bin ich ein Kräutertee? Ah, der Herr Professor. Sie hier? Ja, ja. Ich will nur mein Geld. Was denn für Geld? Das, was ich uns gekriegt habe. So, ja. Ich hab die Leni und das Kind auch gleich mitgebracht, damit sie sehen, dass ich nichts Unrechts verlange. Ihren Auftrag? Oh ja, meinen Auftrag, den haben Sie ja wundervoll zu Ende geführt. Wissen Sie, was Sie angerichtet haben, Sie Unglückseliger? Die gefestigte Basis meiner ach so glücklichen Ehe haben Sie untergraben. Und dann wagen Sie es auch noch, mich um die Patenschaft dieses Kindes zu bitten. Was Sie eh alles gemacht haben? Meine Ehe haben Sie erschüttert, wenn nicht gar zertrümmert. Und dann kommen Sie auch nachher, um den Zorn Ihres Herrn Schwiegervaters heraufzubeschwören. Okay, ha, der hat Sie doch schon lang beruhigt. Und den Ihrer Schwiegermutter? Na, der Traucher auch. Ach, Sie mit Ihren dummen, aufdringlichen Briefen, nicht wahr? Und jetzt kommen Sie auch nachher mit Kind und Kegel. Ja, wegen einer sitzt man im Salat. Salat? Nennen Sie diese delikate Angelegenheit? Warum haben Sie denn nicht geschwiegen, wie ich es ausdrücklich von Ihnen verlangt habe? Nicht wahr? Ist ja schrecklich, in eine schreckliche Lage haben Sie mich gebracht. Na, gar so schlimm kann's nicht sein, wenn Sie wieder auf Sommerfrischen da sind. Was hätte ich denn meiner Frau erzählen sollen, wenn wir dieses Jahr plötzlich nicht hierher fahren? Nicht wahr? Sie hätte sofort Verdacht geschöpft und dann? Na, dann hätte ich mir heute irgendeinen Stellbus gescheit einfallen lassen. Sonst haben Sie auch so großartige Ideen. Ach, schweigen Sie! Was meine Frau glaubt, das kann ich Ihnen ja gar nicht erzählen. Ach, man sollte sich mit Leuten ihres Schlages nicht auf delikate Dinge einlassen. Jetzt werden Sie auch noch frech und haben die Kühnheit. Na, schreien Sie da so, ich bin nicht taub. Darf ich vielleicht auch einmal ein Wörtel reden? Ach, halten Sie Ihren Mund. Was? Na, reden Sie schon. Sie waren doch der unbedingt die Figur da haben wollte, ja? Und deswegen haben Sie mich verführt, dass ich die Leni verführe? Verführen? Ich höre mal verführen. Wen musste man denn da groß verführen? Beleidigen Sie nicht meine Frau Gemahlin, gell? Das, was die Leni vorher gemacht hat, da geht's überhaupt nicht so. Das war ihre Privatsache. Da sind Sie ganz unbeteiligt. Na, darum würde ich aber auch sehr bitten. Ja, aber nachdem ich dann, so wie Sie das bestellt haben, die Leni zu dem gemacht habe, was sie jetzt ist, nämlich Mutter, jetzt möchten Sie die ganze Gaudi ungeschenkt machen. Na, Herr Professor, so einfach geht das nicht. Und damit Sie es gleich wissen, gell? Anspruch stellen ist du jetzt auf ich. Weil erstens haben Sie den Rest noch nicht zahlt. Und zweitens hat uns der Bauer vom Hof gejagt. Und da ist es jetzt, Ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit, für das Kind zu sorgen, ja? Das nur deswegen da ist, weil Sie es bestellt haben, das kleine Karl Ottole. Karl Ottole? Das ist ja empörend. Ja, auch wenn Sie nicht den Taufpaten machen, dann werden wir das Kind trotzdem so taufen. Ja, meine Frau Gemahlin, die wünscht sich das ja so. Das ist ja Erpressung. Also hier haben Sie Ihr Geld, ja? Das steht Ihnen noch zu, das liegt schon lange für Sie bereit. Ich bedauere die Vorkommnisse zutiefst, aber jetzt muss Schluss sein. Wir beide sind fertig miteinander. Nein, noch lang nicht.
Alles gut, Herr Professor. Na, was sonst? Ist er nicht ein Schienerbub, unser kleiner Karl Ottoli? Gehen Sie wieder, gehen Frau Kienigl, gehen Sie wieder. Na, weißt, Leni, der Herr Professor, der ist halt nicht gut aufgelegt. Okay, warum? Wegen dem Vater? Ach, was? Da schauen Sie noch unser Buben. Ja, gell? Unser Patzi. Und wie er sein Papa gleich schaut, gell? Ja, 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 ich will ihr Geschöpf nicht sehen und schon gar nicht hier. Ja, was hab ich da gesagt? So, jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Ja, Sie haben doch das Kind bestellt. Ja, und jetzt, was da ist, freuen Sie sich nicht, hm? Karl Otto, du erdreist es nicht, das Geschöpf deiner Schwach hierher zu holen. Grüß Gott, Frau Professor. Sie wagen es. Karl Otto, ich will nicht mit deiner Liebschaft unter einem Dache sein. Aber Frau Professor, haben Sie denn gar keine Freude am kleinen Karl Ottoli? Gehen Sie auf der Stelle oder ich verlasse den Raum. Also mal Ruhe bitte, ja. Ich habe diese Posse satt. Ich habe mich vielleicht im Sinne der Wissenschaft nicht ganz richtig verhalten. Das kann man wohl sagen. Also mir ist gerade recht, wie es kummel ist. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Dieses Kind hat nichts mit mir zu tun. Sagen wir mal, nichts direkt, Herr Professor. Also mal Ruhe, ja bitte. Ich werde jetzt endlich eine erschöpfende Darstellung der anderen Umstände geben. Was für ein Theater und keiner klatscht. Da brauchen Sie sich doch gar nicht aufregen, Frau Professor. Geht die Leni, die lasst doch nicht jeden in ihr Kammerfenster rein. Da hätte der Herr Professor lang klopfen können. Da hätte er keine Chance gehabt, gell, Leni? Das war das auch gar nicht gewesen, gell, Herr Professor? Ich halte das nicht aus. Das ist ganz einfach. Er hat nur wollen, dass die Leni ihr Kind kriegt. Schweigen Sie endlich und so etwas mir ins Gesicht. Absolut hat er das haben wollen, dass die Leni ihr Kind kriegt. Und da hat er dann... Naja. Wie tief bin ich gesunken, dass ich mir so etwas anhöre, ohne zu erröten? Da ist doch nichts dabei, Frau Professor. Du musst es ja nett getrieben haben, während ich arglos am Wegkreuz auf dich wartete. Ja, jetzt sind Sie halt nicht gar so streng mit Ihrem, Frau Professor. Ich werde es jetzt erklären. Es war so, Du solltest lernen, deine Sätze zu beenden. Start, Karl Ottoli. Ach, Frau Professor, macht's bitte Daumen, da hole ich miteinander nichts. Einer wie der andere. Das wissen wir Ehefrauen doch am besten. Wir, sagt sie. Also, was ist nun tatsächlich in Ihrer Kammer geschehen? Ich will stark sein und die reine Wahrheit wissen. Also, der Vater ist er nicht vom kleinen Karl Ottoli. Aber beteiligt war er trotzdem, gell? Wie lange wollen Sie noch Ihre albernen Späße treiben? Die nackte Tatsache. Ach, nicht diese obszönen Ausdrücke. Ich wollte doch unbedingt diese Figur haben, aber der Bauer wollte sie nicht hergeben, weil er in dem dämlichen Wahne befangen war, sie schütze seine Tochter vor unehelichen Kindern. Bist du stark, Karl Otto? Wie bitte, was ist? Ach so. Ich konnte diesen wackeren Mann dazu überreden, dass er den Bauern ad absurdum führte. Was? Okay, den haben wir nirgends hingeführt. Der Herr Professor hat sich, weil es doch eine politische Sache war, an der der Staat höchst selbst interessiert war, an meine Persönlichkeit gewendet. Zur Inangriffnahme des Problems, merci, und das Resultat, das steht jetzt beim Herrn Professor am Schreibtisch drum, ja? Oder vielmehr, es schreit gerade, weil es wahrscheinlich gerade in die Windeln gemacht hat. Sei halt stark, Karl Ottoli. Ist das die Wahrheit, Minze? Oder wieder ein dreister Streich? Neuerdings traue ich dir alles zu. Ich schwöre dir, Elsbeth, es ist die Wahrheit. Und Sie, Frau Kienagl-Nickel, Sie haben sich für so etwas hergegeben? Ja, haben Sie denn gar keine Frauenehre? Ja, ich hab ja nichts davon gewusst. Ja, aber wie Sie es dann gewusst haben? Haben Sie sich nicht als Handelsobjekt erniedrigt gefühlt? Nein, ich bin ja zufrieden, wie es gekommen ist. Ich hab's ja gut erwischt, gell, Sepp? Ja, ich kann auch nicht klung. Merkwürdige Ansichten haben Sie. Und nun, Karl Otto, wie soll es nun weitergehen? Was gedenkst du zu tun? Diese Ceres. Ja, dann die ganze Familie. Grüß euch. Da schaut's her, da ist euer neues Enkel. Mei, die ist ein liebes Herzili. Schau, wie der lieber ausschaut. Schaut auch nicht anders aus wie andere kleine Kinder. Mei, ist dieser Frau.
mein kleines Enkelin. Ich bin deine Großmama, gell? Karl Otto heißt er. Gerade nach dem Professor. Ja, daran können wir wohl nichts mehr ändern. Oh, so ein nettes Schnackeli bist du, gell? Und so freundlich. Ja, also, ich habe jetzt mit dem Sepp ausgesöhnt. Oh, und was ist mit mir? Ja, die werde ich draußen stehen lassen. Halt dein Pappen. Ja, du schon auch. Ja, der folgt mir wenigstens. Also, von mir aus ist alles vergessen, Vater. Ja, das glaube ich dir, das glaube ich dir. Also, passt auf, ich habe jetzt gerade mit meiner alten Oma unterhalten. Und da sind wir draufgekommen, dass es doch da heißt, alles verstehen heißt alles verzeihen. Ja, heißt es, wir sollen wieder zurückkommen? Freilich heißt es. Alter, hat einen Strick. Na, so ein Freund. Karl Otto, befinde ich mich hier in einem Irrenhaus? Nein, du hast doch soeben erlebt, wie sich hier die schlimmsten Probleme von alleine lösen. Und dafür habe ich Ihrem Schwiegersohn 4.000 Mark hingeblecht. 4.000? Du musst verrückt sein, Minze. Nicht ich, Elsbeth, der Staat. Vater Staat. Ja, und der hat's ja auch, gell? Und immer ist die Gaudi sicher wird. Ja, jetzt wissen wir das auch, gell? Jetzt packst du den Herrn Professor. Was ist mit mir? Halt dein Maika, Otto! Das ist der Gipfel! Na, hörst doch die Kuni bremsen lassen! Jawohl, nur durch deine Schuld hat's nämlich jetzt auslassen! Stimmt's oder hab ich recht, Betty? Das hast du jetzt davon! Ja, und seitdem die Kuni jetzt nicht mehr im Haus ist, tut's ja der Hengst auch wieder! Gar nicht mehr zum der Bremsen ist er! Der Hengst! Schau an, der Hengst! Der hat einen Strick, der Triebige. Ja, die Post ist da. Telegramm für Herrn Professor Minze. Das wird deine Ernennung zum Geheimrat sein. Geheimrat? Ja, das war ja zu erwarten. Geheimrat! Mein Geheimrat! Also das habe ich schon immer gewünscht, dass wir einen Geheimrat in der Verwandtschaft haben. Ja. Vom Mister, vom Innenminister. Ha, ich bin ganz aufgeregt, ich kann es nicht lesen. Mäuschen, lies es mir vor. Nochmalige wissenschaftliche Untersuchung von Ceres-Stopp, berechtigte Annahme des Fälschungsstopp. Oh mein Gott. Fälschungsstopp? Wie ist denn das möglich? Diese Schande, das überlebe ich nicht. Aber gell, Professor, das ist doch halb so schlimm. Ich habe mich auch in der Kuhne täuscht, gell? Das kann doch in jedem passieren. Aus ist mit dem Geheimrat. Was bleibt, ist der Ceres-Minze. Jetzt könnt ihr sie wieder haben, eure Kuhne. Hm? So was denn? Ja, die brauchen wir jetzt nicht mehr, gell, Sepp? Na. So, dann jetzt gehen wir her, Karl Otto. So, Karl Otto, jetzt nimm du einmal den Karl Otto. Wozu das vertrauliche Du? Ja, freilich sagen wir jetzt Du zueinander. Wo du der Pate wärst von meinem Buben, jetzt sind wir doch sozusagen in der Verwandtschaft. Ja, und wenn er gescheit nur ist, dann darfst du ihm das ganze Studium auch noch zahlen. Dazu. Ja, das ist doch ganz einfach. Schau, weil du an diesem Buben das Urheberrecht hast.